Putbus kommend, fährt Zug P106 der Rügenschen Bäderbahn in den Endbahnhof Lauterbach-Mohle ein. Die jüngste Station des rasenden Roland erreichen die schmalspurigen Züge erst seit Mai 1999 auf einem Dreischienengleis im Wechsel mit den normalspurigen Zügen aus Bergen. Von ursprünglich mehr als 100 Kilometer Streckenlänge ist nach Stilllegungen in den 60er Jahren nur die 24 Kilometer lange Bäderbahn von Lauterbach nach Göhren übrig geblieben. Da die Lok in Lauterbach nicht umsetzen kann, wird der Zug von einer Diesellok zurück nach Putbus gezogen. Diesellok der Baureihe V51 wurde 1964 für die Deutsche Bundesbahn gebaut, zunächst auf den Schmalspurstrecken Baden-Württembergs eingesetzt. Nachdem sie eine Zeit lang in Österreich in Betrieb war, kam sie 1999 speziell für den Einsatz zwischen Lauterbach und Putbus auf die Ostseeinsel. Putbus ist der größte Bahnhof der RÜBB. Hier befindet sich die Hauptwerkstatt. Bevor der Zug auf die weitere Reise gehen kann, wird hier zunächst die Dampflok restauriert. Dazu gehört, außer der Ergänzung der Kohle- und Wasservorräte, auch das gelegentliche Entschlacken von Rost- und Aschkasten. Nach rund 30 Minuten sind die Arbeiten getan und die Lok kann zurück an ihren Zug fahren. Um 16.08 Uhr ist die Ausfahrt frei und es geht auf die Reise zu den Seebädern.
Das erste Teilstück der Strecke verläuft ostwärts über Borchow, Posewald, Selwitz und Serams nach Binz durch den eher landwirtschaftlich geprägten Teil der Insel. Binz, touristisches Zentrum von Rügen. Während die Verbindung nach Putbus im 2-Stunden-Takt betrieben wird, fahren die Züge von hier nach Sellin, Barbe und Göhren im Sommer stündlich. Schwer arbeiten muss die Lok 994801 auf der Steigung in die Granitz. Granitz ist ein bergiges Waldgebiet, das vom Jagdschloss des Fürsten Wilhelm Malte zu Putbus auf dem 107 Meter hohen Tempelberg überragt wird.
Bei Garftitz geht es nach längerem Gefälle wieder heraus aus dem Wald. In einer Höhenlage am nordwestlichen Ortsrand erreicht der Zug das Seebad Sellin. Im Bahnhof Sellin Ost findet die nächste Zugkreuzung statt. Von hier aus kann man die 1997 wieder eröffnete Seebrücke zu Fuß in rund 15 Minuten erreichen. Entlang der Straße geht es weiter nach Babel. Thank you.
Das Seebad Barbe befindet sich am Eingang zur Halbinsel Mönchgut, die den Greifswalder Bodden von der Ostsee trennt. Durch die Barber Heide nähert sich unser Zug dem Endbahnhof Göhren. Der Bahnhof von Göhren verströmt mit Kiesbettung und Reichsbahnaccessoires noch reichlich Kleinbahnatmosphäre. Und wieder muss die Lok restauriert werden. Direkt am Lokschuppen wird zunächst Wasser gefasst. Bei Lok 994011, die ursprünglich für den Kupferschlacke-Transport im Mansfelder Revier gebaut wurde und erst 2008 nach Rügen kam, muss auch der Aschkasten entleert werden. Nach dem Abölen der unzähligen Schmierstellen hat die Mannschaft sich eine kurze Pause verdient, bevor es wieder an den Zug geht.
und schon kann es wieder zurückgehen. In Barbe quert der Zug auf dem Bahnübergang die B196. Im ehemaligen Güterwagen auf dem Bahnsteig befindet sich die Fahrkartenausgabe, nachdem das Empfangsgebäude von Barbe seit Jahren leer steht. Zurück in Selin. Unser Zug trägt mittlerweile die Nummer P110 und begegnet hier dem P231 aus Binz, bevor es kurz hinter dem Ort auf eine erste steile Steigung Richtung Granitz geht.
viel Betrieb am Bahnübergang in Garfdienst. Doch schon kann es weitergehen. Lok 99 17 82, die in den 50er Jahren für die sächsischen Schmalspurstrecken erbaut wurde, ist hier am Berg in ihrem Element. Zugkreuzung mit P111 in Binz. Vor dem Zug sehen wir die 99 48 01, die in den 30er Jahren für die Kleinbahnen des Kreises Jericho 1 nach den Grundsätzen der Einheitsloks gebaut wurde. Nach der Einstellung ihrer Stammstrecken kam sie bereits in den 60er Jahren nach Rügen. Mit Bildern von den Haltepunkten Selwitz und Posewald verabschieden wir uns nun von Deutschlands größter Insel.